Nebel befindet sich eine Höhlenstadt, ein Höhlendorf. Ist lauter Ziegelstein. Auf keine Ehre. Dann schlaf links, das krieg ich hin. Und dann fahre ich ja wieder in der Fußgängerzone. Das hatten wir gestern schon. Oh mein Gott, hier sind Matratzen. Ich glaube, hier ist die Mülldeponie oder sowas. Was machen die? Ich glaube, die versuchen die Tür aufzumachen, aber die Klinke quietscht und geht nicht auf. Stell dir vor, die müssten jetzt erstmal aufschrauben oder sowas. Guten Morgen. Heute ist der erste Weihnachtsfeiertag und wir haben sehr lange ausgeschlafen. Es ist schon um 10 und wir haben noch nicht gefrühstückt. Also wir sind jetzt gerade fertig mit Anziehen und hier ein bisschen aufräumen und so. Und Philipp ist jetzt gerade draußen und macht Wasser für Kaffee und Haferschleim warm. Und ja, also ganz entspannt. Wir sind auch relativ spät alle drei ins Bett gegangen. Karl hat noch ewig mit seinen neuen Sachen gespielt und generell dadurch, dass wir relativ aufwendig gekocht haben und so weiter, wurde es dann einfach später, was aber auch kein Problem ist. Wir haben gestern Plätzchen ausgepackt, also in einem Geschenkkarton waren Plätzchen drin und der Karl möchte jetzt unbedingt noch einen Keks vorm Frühstück, aber weil heute Weihnachten ist, darf er noch einen Keks haben. Okay. Guten Morgen. Während ich hier Zimtstern esse und auf unser Kaffee bzw. Porridge-Wasser warte, zeige ich euch mal unseren Schlafplatz. Da gehe ich mal. Dazu gehe ich mal hier hoch. Also hier geht gerade die Treppe zu dem Vogelbeobachtungspunkt hoch. Der Beobachtungspunkt selber ist hier. Und genau. Da steht unser Auto, da ist gerade noch ein anderes Auto gekommen mit einem netten Herrn, der uns guten Appetit gewünscht hat, auf Spanisch. Und ich habe nichts verstanden, aber er hat mir dann so mit Händen und Füßen gezeigt, was er meint. Aber jetzt, wenn ihr durch den Nebel was sehen könnt, wisst ihr auch, warum das hier Vogelbeobachtungspunkt ist. Denn so viele Vögel, Schwäne, Enten, alles Mögliche. So direkt hier auf dem Wasser, hier oben. Flattern ganz viele kleine Vögel rum. Hört ihr vielleicht auch. Das ist mega schön. Der Typ mit dem Auto da unten kam auch eben mit der Kamera. Was machen die Enten da unten? Schwimmen die im Kreis? Das sieht so aus. Er kam auch mit der Kamera. Also hockt bestimmt auch sich hier irgendwo gleich hin fotografiert. Was wir uns jetzt angucken.
nochmal hier. Hier oben sind so Geländer und sowas. Also das ist richtig schön, so dass man es dann begehen kann. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt... Die hat mir die ganze Zeit dazwischen gelabert. Also was ich sagen wollte, wir hoffen, dass während wir uns das jetzt angucken, der Nebel verschwindet, weil dann wollen wir hier in die Halbwüste fahren. Und ja, wäre es natürlich cool, wenn man einen großen Rundumblick hat. Und ja, mehr ist für heute erstmal nicht geplant. So, wir begeben uns jetzt hier hoch. Wir haben tatsächlich den Weg gefunden. Karl ist jetzt erstmal wach, aber vielleicht schläft er auch gleich wieder ein. Hier stand irgendwie unten, dass es zur Sicherheit irgendwie nicht erlaubt ist, in die Grotten zu gehen. Wir dachten jetzt, man kommt da rein. Da unten, der blau ist übrigens der andere Deutsche. Und da stehen wir. Genau. Guck mal, hier kann man voll rein. Aber es ist schön warm, ne? Und vor allem ist das, naja, es strahlt jetzt irgendeine Wärme aus. Und vor allem ist das alles weiß gestrichen. Hä, aber voll krass. Ich finde es jetzt gar nicht so schlecht zum Wohnen, nee, muss ich jetzt ehrlich sagen. Also du kannst ganz viel selber machen. Vor allem als... Dir sagt keiner, schau nicht in die Wand, du darfst hier die Fliesen wohnen. Denkmalschutz. Guck mal, hier ist sogar ein Fensterrahmen. Also jetzt ganz im Ernst, ne? Oh, ein Taubenfüßler, ein Fensterrahmen. Mhm. Ja... Hier ist eine Kochstelle. Hier? Nee, ja, und hier? Ach, guck mal, hier mit Dunstabzugshaube. Also ganz, Dunstabzugshaube ist auch gut. Ganz im Ernst. Also, wie ich so gesehen habe, wie die hier leben, finde ich das jetzt irgendwie nicht so schockierend, wenn die dann in sowas gelebt haben. Die Armen. Das klingt jetzt halt vielleicht böse, aber... Ich war halt einfach schon schockiert, in was für Häuser die heutzutage, die Einheimischen und so wohnen. Das ist von den Armen und so. Und ich dachte, das ist jetzt sonst wie, so weißt du, wie wenn wir in Deutschland in irgendeine Höhle gehen, wo halt keine geraden Wände sind und nichts. Aber das hier ist ja voll wohnlich. Also. Die wurden halt extra dafür reingehauen. Die. Und wer hat das gemacht? Ich weiß nicht, ob die dann selber mit reingefahren haben. Ja, ich weiß, dass das also... dass die jetzt nicht schon von Natur aus hier drinne waren, diese Höhlen mit den geraden Wänden und sowas. Aber ja, wie gesagt, ich finde das jetzt nicht allzu primitiv für hier. Guck mal, hier unten ist noch ein Weg. Hier kann man, glaube ich, zu den anderen noch gehen. Ja, ich wollte noch kurz einmal hier hoch zu denen und einmal zu der. Okay, ich gehe hier links lang. Oh mein Gott, hier sind Matratzen. Hier sind Matratzen. Wir sind jetzt noch ein Stückchen weiter gegangen, hier wo man nicht mehr hochkommt. Also zumindest nicht sozusagen für Besucher und so. Wir schauen uns das jetzt hier nur noch mal von der Seite an. Guck mal, da oben steht ein Solar-Dings. Und da steht ein Sessel vor der Tür. Genau, und hier hinter der Mauer ist ein Friedhof. Also hier ist dann auch irgendwie schon die Stadt so gefühlt zu Ende. Und der Nebel ist leider noch nicht so verschwunden. Allerdings hat die Sonne schon langsam Kraft. Also... hier oben am Berg sieht man es, da oben ist auf jeden Fall schon sonniger und dort in der Stadt, also ich denke mal, wir haben es jetzt zwar nicht mehr wirklich weit so, aber vielleicht jetzt, ehe wir im Auto sind und dann ehe wir dort sind, wo wir hinwollen und alles, da ist es auch nochmal ein bisschen besser vom Wetter und wir haben ja auch keinen Stress, also wir können ja auch einfach warten, bis die Sonne den Nebel weggemacht hat oder so und ja, ich glaube, hier ist die Mülldeponie oder sowas. Also eine kleine Mülldeponie. Genau, und jetzt geht es in die Halbwüste. Und dann gucken wir mal, was wir dort so machen. Es ist halt auch einfach schön, sage ich mal, durch so eine landschaftliche Gegend zu fahren und ja, sich das einfach anzugucken. Das kannst du, weil du siehst ja viel mehr, wenn du fährst, weil du ja schneller bist, als wenn du das dir zu Fuß anguckst. Klar, es ist dann auch schön, an einem besonders schönen Ort dann spazieren zu gehen oder Bilder zu machen oder sich einfach umzugucken, so wie da auch, wo wir heute geschlafen haben. Das war generell so, das war eine voll schöne Umgebung und sowas. Aber
wenn man hier durchs Land fährt, ist es einfach super, super schön, da einfach sich was anzusehen, vom Auto aus und so weiter. Und was machen die? Ich glaube, die versuchen die Tür aufzumachen, aber die Klinke quietscht und geht nicht auf. Ach doch, jetzt schon. Stell dir vor, die müssten jetzt erstmal aufschrauben oder sowas.